Grüß euch, ihr Lieben. Ich möchte euch schnell was zu dem Videoblog erklären, der starten wird oder den ich veröffentlichen werde auf YouTube. Ich habe schon vor einiger Zeit angefangen, dass ich öfter mal Videos aufnehme und die auf Facebook zu posten und habe dann vor kurzem, kurz vor einer mehrtägigen Alleinezeit in den Bergen, nur mit meinem Hund, angefangen, dass ich einen Videoblog starte. Und ich werde jetzt einmal ein paar von diesen Videos auf YouTube posten und einmal schauen, wie euch das so gefällt. Und dann entscheiden, ob ich diesen Videoblog künftig auch auf YouTube führe. Vielleicht auch in meinem Telegram-Kanal. Da werde ich mich noch für die Plattform entscheiden, die ich da benutze dafür. Der Videoblog ist im Dialekt, das heißt, es könnte sein, dass sich da manche zu sehr aus Deutschland ein bisschen schwer tun, das zu verstehen. Ich werde es immer im Titel kennzeichnen mit Videoblog und dann weiß man am Titel, kann man schon ein bisschen erahnen, ist es Musik oder ist es was Gesprochenes. Und das kann sich natürlich auch immer mal überschneiden, dass ich da und dort trotzdem was rede oder dort trotzdem was singe. Aber ich wollte euch das einfach kurz erklären, dass jetzt auch vermehrt Beiträge kommen werden, wo ich rede. Und ihr könnt euch dann einfach aussuchen, was ihr euch anschaut. Würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, ob euch das interessiert, ob ihr euch das gern anschaut, weil ihr habt da schon einige von diesen Videos und wenn euch die gefallen, kann ich mehr davon posten. Das werde ich dann entscheiden. Dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und schicke euch liebe Grüße aus dem schönen Mostviertel in Österreich, in Niederösterreich genauer gesagt. Und ich sitze da in meinem VW-Bus und die Kara, meine Hündin, chillt da gerade, wir waren gerade spazieren. Und ich freue mich über die Sonne, freue mich auch immer wieder über meinen Hut, den ich in Italien gekauft habe und der mir an schöne Zeiten erinnert. Ich freue mich aber auch, dass jetzt bei mir musikalisch wieder ein bisschen mehr in meine Essenz geht, nach verschiedensten Ausflügen in andere Genres und Richtungen. Weil das ist einfach das, was meine Seele am liebsten über mich auf die Welt bringen mag. Und das freut mich sehr, wenn sie durch mich spricht, durch mich singt. Versuche das möglichst rein durchzugeben, was ich nicht immer will und nicht immer kann, mich nicht immer traue, auch immer prüfen muss. Ist es das, was ich glaube, dass es ist? Also verzeiht mir da, wenn ich noch lerne. Da werden auch noch ein paar spannende Übertragungen kommen in nächster Zeit. Und ich bin aufgeregt darauf, was jetzt gerade da losgeht und was kommt. Und das ist mehr als bisher, was mich freut, weil ich habe sehr lange gewartet und wollte schon sehr lang sehr viel teilen und es war aus verschiedenen Gründen nicht möglich, mehr zu machen. Habe auch oft wenig gesehen, was ich eh schon tue, dass ich eh berühre und helfe und diene, aber es hat sich einfach sehr wenig angefühlt, weil ich einfach spüre, was ich drauf habe, was ich auf dem Kasten habe, wie viele Lieder ich zu geben habe, wie viele Worte ich zu geben habe. Oder ich einfach habe, die ich teilen kann und mit denen ich Menschen hoffentlich was Gutes tun kann. Und jetzt freut es mich total, dass das jetzt immer mehr losgeht. Ich habe auch angefangen bei einem Tontechniker in Wien, in der Vitality Base, meine Lieder wirklich schön aufzunehmen, hochwertig. Da habe ich eben bisher drei aufgenommen und da gibt es ein Sponsoring-Programm. Wenn man da 50 Euro sponsert, dann zahlt man mir da eine Stunde beim Tontechniker, in der ich meine Lieder weiter aufnehmen kann. Wenn ihr Interesse habt, mich da zu unterstützen, lasst es mich wissen. In den Kommentaren oder auf Instagram am besten. Ist am einfachsten. Oder über Patreon auf www.patreon.com/Claudia Engelberger lade ich euch alle ganz herzlich ein. Da kriegt man ein bisschen Zugänge, Einblicke in das, was ich so mache, auch verschiedene Geschenke und kann mich dafür monatlich unterstützen. Das geht schon mit 4 Euro pro Monat
Bis zu 50 Euro pro Monat, je nachdem, wie viel man unterstützen möchte, bekommt man dann Goodies, Einblicke und es ist ein total liebes Team. Das sind derzeit noch 7 Leute, denen ich total dankbar bin und die ein bisschen mehr mitkriegen von mir. Und genau da lade ich euch herzlich ein, da vorbeizuschauen. Oder wenn ihr meine Tonstudioaufnahmen unterstützen möchtet, damit ich mir das gut leisten kann, dann lasst es mich wissen. Und ja, nach diesem kleinen Einblick wünsche ich euch ganz einen schönen, wunderbaren Tag und singe jetzt heute mal nicht. Schick euch ganz, ganz liebe Grüße und ganz viel Licht und Liebe und Strahlen in eure Herzen. Baba.